Willkommen zurück on the Flight Deck. Zurück mit Weasen und Dozer. Und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Schiff. Der Superlative, und zwar der Constellation Phoenix. Ein Schiff, was von Wirtschaftstycoonen, Topmanagern, Börsenspekulanten, Mafiosis und ähnlichem Geschmeiß gerne genommen wird, um sich in der Galaxie fortzubewegen. Dementsprechend habe ich mir halt heute auch mal was Vernünftiges angezogen. Ja, wir müssen ja nicht standesgemäß angezogen sein, wenn man sich dieses Schiff halt mal reinfährt. Deswegen auch meine Schibo-Klack-Mütze. Seewolf! Traumschiff! Seewolf! Traumschiff! Und dementsprechend geht jetzt mal ab ins Traumschiff. Beziehungsweise wir sitzen ja schon drin. Die Constellation Phoenix war ein Limited Sale damals bei RSI und die ist bisher nicht nochmal im Handel gewesen. Nee, die war wirklich sehr begrenzt. Es gab dann ein bisschen Unmut, weil es kam dann danach nochmal ein doppelt so großes Luxusschiff auf den Markt. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Phoenix sehr teuer war, ja, mit 350 Standalone und 400 Package, glaube ich. $400 Package, ja. Also es war ein Schiff, was sehr teuer gehandelt wurde, allerdings auch sich von der Ausstattung halt, was die anderen Constellation-Modelle angeht, auch stark abgrenzt. Ganz extrem sogar. Man muss halt sagen, hier unten der Jäger, der jetzt dranhängt, der ist noch das Design von der Merlin, der wird später halt diese Kruger 72P Archimedes sein, genau, die wird dann halt auch ein bisschen wahrscheinlich luxuriöser ausgestattet sein, vom Design auch ein bisschen hübscher. Vergoldete Flügel oder so, man weiß genau. Es noch nicht. Und im Laderaum wird sich ein Rover befinden, der Lynx Rover, auch noch nicht designt so, wird also kein Militärschiff sein, Fahrzeug sein, sondern eher eine Luxuskarosse. Aber wer jetzt denkt, das Schiff würde nur für Spritztouren, Luxusspritztouren gedacht sein, der täuscht sich, weil das Schiff ist durchaus stark bewaffnet weiterhin. Es hat halt auf den Antriebsgondeln hat es weiterhin diese Gimbal Mounts für die Bearing-Laser, für die schweren. Und wir haben diese Retracted Arms. Diese Raketen-Racks an der Seite, die ihr hier eingeklappt seht. Die haben alle Constellations, allerdings stellt die Phoenix hier einen Sonderfall dar, weil normalerweise haben die Constellations halt eben oben auf dem Rumpf, also zumindest die Andromeda hat das, diese ausfahrbaren Racks hat so für jeweils 10 Size 2 Raketen, die fallen weg, weil wir haben jetzt hier so ein wunderschönes Sonnendach, ja, so ein Skylight, Repräsentativ ist. Ich finde das schon ganz schick. Man kann sich über Sinn und Zweck halt so von Glasapplikationen in Rümpfen von Raumschiffen streiten. Ich bin davon nicht so ein großer Freund, aber hübsch ist es, ja. Da besteht ja überhaupt kein Zweifel dran. Und es wird hier hinten auch noch ein Point-Defense-System geben. Irgendwo auf den hinteren Antriebsgondeln, man weiß es nicht genau. Klasse 9, das heißt mit einer KI verbunden, ein selbstständig feuerndes Verteidigungssystem, wie man es jetzt von der IDRIS schon gehört hat, dass es solche Systeme gibt. Das heißt, man wird auch alleine im Notfall immer noch in der Lage sein, dass eine Waffe feuert, ohne dass man da irgendwie helfen muss. Und natürlich hat es auch noch, ja, ganz wichtig, hier, oben und unten den ausklappbaren Turm, der für die Constellation so charakteristisch ist. Ja, ein bemannbarer Turm, der ausfahrbar ist, mit Size 4 Waffen, zwei Stück pro Turm. Genau, ja. Das sind jetzt hier in dem Fall die Kroger oder wie heißen die Dinger? Needles, also AS-74 Needle von Chronic. Chronic, keine Ahnung, was das ist, bisher nicht näher spezifiziert. Die Andromeda hat an dieser Stelle Panther Repeater, glaube ich. Na, das sind irgendwie 337 Reno Repeater. Ach, Rhino Repeater sind das. Ich glaube, die sind noch größer. Auf dem Markt. Aber bisher halt so sind die halt eben auch noch nicht fertig oder irgendwie einsatzbereit. Und hier sieht man halt, das sind jetzt auch Platzhalter, die Waffen, aber man sieht, dass diese Türme durchaus sehr, sehr durchschlagend sein werden. Ja, man möchte halt eben jetzt da nicht unbedingt vor den Lauf geraten. Dementsprechend ist es aber auch so, dass dieses Schiff einen exzeptionell großen Reaktor hat. Und zwar ist es halt eben so, die normale Andromeda kommt halt mit einer Size 5 serienmäßig und kann bis auf Size 6 aufgewertet werden. Die Phoenix hingegen kommt mit einer Size 6 und kann bis auf Size 7 aufgewertet werden. Sie ist allerdings von den Schilden her genauso ausbaufähig wie das Standardmodell. Und zwar kommt sie serienmäßig mit einer Size 5 Schild bis auf Size 6 aufwertbar. Aber mit so einer großen Powerplant kann man natürlich ordentlich halt Ladezeit erwarten, quasi, beziehungsweise sehr kurze Ladezeiten bei den Schilden wie bei den Waffen. Das heißt, du wirst höchstwahrscheinlich in diesem Schiff selten in die Bredouille kommen, dass halt du die Energiespeicher leer geschossen hast oder die Schilde halt eine Weile brauchen, um zu laden. Wir kennen das ja von Arena Commander, dass das halt auch ein großer Vorteil ist, genug Power zu haben, um auch die Afterburner
und die Antriebssektion wieder aufzuladen und die Waffen abzukühlen und die Waffenfeuerrate hochzuhalten, die Schilder aufzuladen, alles das spielt relativ eine große Rolle, ja, im Gefecht. Und da wird natürlich die Phoenix dann wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen auch Kanonenboot bleiben, um gerade Jägerschwärme, Piratenschwärme abzuwehren. Deswegen vielleicht auch ein Schiff, um wichtige Gäste, wichtige Executives, wichtige Diplomaten zu transportieren, weil es halt auch alleine immer noch Durchschlagskraft besitzt. Ich finde ein bisschen seltsam jetzt, ja, wenn ich mir überlege, dass ich ein Luxusschiff kaufe, wenn ich mir das hier drin anschaue, dann wundere ich mich, warum jetzt für die Brückencrew und das Personal halt, jetzt nicht abfällig gemeint, aber warum der vordere Bereich des Schiffes sehr, sehr groß ist. Ja? Na, sagen wir mal so, Sie haben ja hier auch die, separaten Toiletten und Nassräume. Also hier ist eine Dusche rechter Hand und links ist eine Toilette. Das könntest du vielleicht mal aufmachen, damit man reingucken kann. Die Dusche ist, glaube ich, am schicksten hier. Warte. Ach, guck mal, haben durchsichtig ist halt so ein bisschen. Ja, gut, ist halt Milchglas, ne? Also wenn man ein bisschen kinky unterwegs ist, dann kann man das schon mal machen. So, und da kann ich jetzt offenbar durchgucken, dass da draußen ist die Schleuse. Aber ja, es spiegelt sich tatsächlich die Schleuse vor mir, witzigerweise. Also die Schleuse würde sich ja da hinten befinden, ja. Da befindet sich Schleuse und die sehe ich hier im Spiegelbild. Ja, gut, okay. Also können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das einfach nur eine einfache Reflection-Map ist und noch kein Raytracing oder ähnliches. Dementsprechend, das ist praktisch, ja. Man sieht, in welche Richtung man fliegt beim Duschen. Ja, das ist super, da ich hier halt eben auch so wahnsinnig viel daran machen kann, wo ich hinfliege. Asteroid, oh. Also, oh, jetzt muss ich aber schnell machen. Schnell abtrocknen und raus. So, was man auch sagen muss hier, natürlich der Standardeinbau. Ja, der ist hier mit dem Tisch, der sich absenken lässt. Und was auch bekannt geworden ist, dem Airlock halt hier. Dass das nicht nur Ausstieg ist, dieser Tunnel, sondern auch Airlock, um dann Außenmissionen zu machen. Hier oben allerdings ist, glaube ich, eher ein Docking-Collar als ein Airlock. Ja. Ja, das ist aber auch alles noch nicht ganz ausentwickelt. Man kann sagen, das Ganze wirkt auch hier schon im Crew-Bereich natürlich ein bisschen nach Freizeitbad und Wellness-Tempel. Ja, das verstärkt sich halt, sobald wir in den hinteren Bereich gehen. Hier vorbei an diesen formschönen Schlafkabinen. Die auch immer noch Escape-Pods sind. Die, ne? Sind immer noch Escape-Pods, so, aber ganz im Ernst, ich liege lieber in so einem Ding. Ja, die sehen viel freundlicher aus als die Teile, die in der Andromeda verbaut sind. Das ist schon hochwertiger, aber wie gesagt, der Platzverbrauch hier vorne ist schon bis jetzt noch. Da wird ein bisschen geaßt. Also da würde ich ja auch sagen, das halt eher ein bisschen nach vorne zu ziehen, um das hier ein bisschen zu entstauchen. Und aber jetzt? Mach mal auf das Ding. So, und da sind wir jetzt nämlich beim Herzstück angekommen. Das sieht schon ganz gut aus. So, das ist der Wohnbereich, Wohn- und Arbeitsbereich hier hinten, komplett mit Küchenzeile, halt so. So ne? Ja, mach mal auf, halt hier so High-End-Kühlschrank, ne? Also gar kein Eis. Fächern, auch Gemüsefach, ne? Ja, Gemüsefach hat er auch. Da unten Eis, ist das Eisfach, oder? Wahrscheinlich, aber ich wundere mich darüber, dass da kein Eisspender dabei ist. Da müssen wir nochmal nachrüsten. Ja, müssen wir nochmal sprechen hier. So, ne? Hier sechs Induktionsfelder, kann man wunderbar mit kochen und ja, eine kleine Spüle. Eine Spüle ist ein bisschen. Ja, mein Gott, hier wird schon irgendwo noch eine Spülmaschine irgendwie rumdümpeln, oder? Vielleicht ich glaube, drunter kommt die vielleicht. Hier spült doch keiner mit der Hand. Ich aber vielleicht ist die Spülmaschine auch nicht. 29. Jahrhundert, also komm. Vielleicht sind Spülmaschinen auch nicht das Problem. Trotz Immersion. Vielleicht müssen wir trotzdem nicht abtrocknen. Ja, wahrscheinlich. So, ja. Verbandskasten hätte ich jetzt vermutet und halt eine Bar mit noch Mock-up-mäßigen Platzhalterflaschen-Silhouetten. Aber halt sehr schick. Also muss auch schon sagen, dass das hier, wenn man sich überlegt, dass man das für diplomatische Treffen benutzt, ist es schon das richtige Ambiente. Man kann hier die Leute empfangen, ja, über das Airlock und dann reinführen und dann kann man hier erstmal die Leute Platz nehmen lassen, vielleicht ein Essen servieren, ja. Dann kommt man ins Gespräch und dann fängt man irgendwann an, hier zu verhandeln. Und wenn die ganze Vertragsverhandlung nicht mit Morten Toastschlag geendet hat, dann kann man hier sich über diesen Screen also Aktienkurse anschauen oder halt Broken. So Broken oder halt man kann halt eben so quasi das System, worüber man jetzt gerade verhandelt hat, unter sich aufteilen und dann halt so hin und her schachern, so House of Cards mäßig. Leute verkaufen, ganze Firmen verschachern. Schachern, halt so ganze Planeten vielleicht sogar. Ja. Und dabei können dann die Leute sich da hinten halt in diesem eigenen Hot Tub, dem Jacuzzi, niederlassen und auf andere Art und Weise weiterverhandeln. Oder man sagt halt, naja gut. Mit Publikum. Ja, wenn man weiß halt so, ich bin halt eben ein schwieriger Handelstycoon und ich will diesen Deal jetzt auf jeden Fall einfädeln. Naja klar, besorge ich mir dann halt so ein paar Escort-Ladies und setze die dann halt mit meinen Kunden da rein. Ja, dann kriegen die noch ein paar Flaschen Shampoos oben drauf. Bis die Sache dann läuft, ne? Ja, selbstverständlich. Und damit das aber auch wirklich läuft, halt so kannst du davon auch zumachen, halt so. Hier rechter Hand ist es ja zum Bett nicht weit, ne? Wir haben ist aber kein Escape-Pod, ne? Das ist kein Escape-Pod, das ist nämlich genau der Punkt. Wenn du nämlich hier hinten pennst, musst du im Falle eines Falles nach vorne rennen und dich halt eben mit der Mannschaft da halt eben die Koje schmeißen. Gilt allerdings auch zum Speichern. Also das und dann geht ja die Frage los, wer von den Gästen kriegt jetzt den einen Platz Escape-Pod, der übrig bleibt? Die können im Jacuzzi bleiben. Das ist halt so ein bisschen, naja. Da ist nee, den erzählst du einfach, das ist ein Escape-Pod hier. Weißt du? Geht gar nicht auf.
Ja, das ist ein Escape-Pod, der darf nicht aufgehen. Der geht nur im Notfall auf. Na gut. Ja, dann müssen wir auf dem Klo einschließen. Aber auch was eigenartig hier neben der Kunst, die freistehende Regenschauerdusche. Ist ganz schick, aber man fragt sich dann doch, wenn man jetzt hier so ein Hot Tub hat und eine Dusche hat, ob dann nicht hier auf diesem, hier oben bei dieser Topfverglasung, ob dann nicht das Wasser kondensiert und hier deinen Regenwald irgendwie herstellen. Ich würde hier auf jeden Fall Topfpflanzen noch reinstellen und so ein paar Affen freilassen, weißt du, das würde wahrscheinlich dieses subtropische Klima hier drin dann unterstützen. Also beziehungsweise da muss echt eine Klimaanlage am Start sein oder halt Kraftfelder müssen quasi diese Bereiche halt abtrennen, die man halt durchschreiten kann. Aber ganz im Ernst halt so, ich dusche doch nicht hier irgendwo bei der ganzen Holzvertäfelung und dann sitzen die Leute hier drüben am Tisch und dann tropft es von der Decke und halt so, dann fällt einem halt so ein Wassertropfen ins Mobiglas und dann bist du das kaputt. Und das ist Vertragshandlung ja scheitert. Nein, also jetzt mal, das Schiff hat ein wahnsinnig schickes Design. Ja. Ist von RSI in-game quasi, wird das vertrieben. Ist ein sehr hübsches Schiff, wird es aber auch erst dann wieder zu kaufen geben, wahrscheinlich, wenn das Spiel startet. Vielleicht vorher nochmal zum Anniversary Sale, wer weiß das schon. Ja. Aber man muss dazu sagen, dass die ganzen Constellation-Modelle alle aus der jüngsten Zeit, aus der frühesten, aus der Entstehungszeit von der ganzen Star Citizen-Idee stammen und dass die halt mit ihrer Länge von 61 Metern durchaus noch das ein oder andere Redesign erfahren können. Ja, das müssen sie ja sowieso. Ich meine, fertig sind die ja noch alle nicht. Das ist, hört man ja auch immer wieder, liest man in den Foren halt, sodass die Leute das halt immer noch sehen. Hier möchte ich ganz gerne noch was zu sagen. Ja, also ganz im Ernst, diese Konstruktion hier ist ja mit dem ganzen Jacuzzi und dem ganzen Gedöns sowieso halt schon so eine Geschichte. Aber, ja, dass man um an den kleinen Archimedes-Jet, der hinten angedockt ist, ne? zu kommen, ja, dass man halt so am Jacuzzi und am Bett komplett vorbeilaufen muss, das kann meiner Meinung nach kein Zufall sein. Ja, das wenn ist du wieder denkst. Ja, komm, ich meine, das ist so naheliegend. Weißt du, soll ich dir mal meinen Archimedes zeigen? Weißt du, denn so, huch, wie ist das denn passiert? Naja, wo wir jetzt schon gerade mal liegen. Das ganze Personal kennt den Trick halt schon. Ja, ich meine, es ist wirklich, also, es ist eine totale Womanizer-Kiste. Ach, du willst hier, sie ja doch nicht sehen. Na, wir können uns auch hier, wir können uns auch einen Film anschauen klar, hier, ne, zusammen. Können es auch ganz bequem haben, ja, vielleicht. Aber was man auch dazu sagen muss, ist hier hinten, das ist halt bis jetzt der ganze Maschinenbereich, der ganze Maschinenraum. Und da sieht man halt, dass das Schiff, glaube ich, nochmal ein komplettes Redesign erlebt, wo wahrscheinlich der Maschinenbereich auch mehr Platz kosten wird, wo das Schiff vielleicht nochmal länger wird. Wo man auch sich die Frage stellt, halt der Laderaum, der mit 540 Freight Units tatsächlich gar nicht so klein ist, der unterm Schiff hängt. Ob es hier nicht einen Einstieg geben wird, zum Beispiel von oben und ein Teil des Bereichs sich vielleicht auch für die Nasszellen, für den Hot Tub und die Dusche vielleicht. Das wäre viel sinnvoller, das ganze Ding halt einfach eine Etage abzusenken und hier oben dann wirklich einen kompletten Arbeits- und Wohnbereich draus zu machen. Ja, von mir aus auch mit einem abgetrennten Schlafbereich, das mag ja Sinn machen. Aber halt so diesen Jacuzzi jetzt hier oben mit reinzustellen, finde ich halt ein bisschen deswegen problematisch. Also, das Schiff ist halt sehr, sehr früh schon konzipiert worden, also die ganze Constellation-Reihe. Und deswegen glaube ich, wird da ganz viel noch passieren. Aber man muss sagen, man kriegt jetzt schon mal ein ziemlich gutes Gefühl, wie sich so im Persistent Universe so ein Meeting anfühlen kann. Und dass es nicht so ist, dass man tatsächlich nur im Teamspeak sich trifft miteinander und dann trockene Gespräche führt, sondern man kann ja tatsächlich dann auch die Gesprächspartner wechseln, man steht auf, geht zum nächsten, vielleicht auch mit dem Ingame-Chat, Ingame-Voice-Chat. Ja, da wird es ja wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, dann tatsächlich den Ingame-Voice-Chat halt eben auf zwei Personen zu begrenzen und dann geht man wirklich zum anderen hin, um sich zu unterhalten. Und wenn man so Friedensverhandlungen machen will und man hat halt so richtig Leute, die einen unterstützen in der Organisation, dann kann man hier richtig so ein Bankett draus machen mit Personal, mit Essen, mit spannenden Vertragsverhandlungen, vielleicht sogar mit jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, vielleicht sogar hier die Einzelpunkte aufrufen des Vertrages. Also ich spiele jetzt ein bisschen rum, aber es macht so einen Vorgeschmack fürs PU, was ich schon ziemlich spannend finde. Und deswegen haben wir auch beschlossen, bei uns dieses Schiff dem Diplomatenkorps anzuschließen. Absolut. Das ist nämlich dann die Mühle, mit der sich dann halt unsere Leute halt auf Verhandlungstour begeben oder wo man sich dann halt eben mit zu Alliierungsgesprächen trifft. Zum Beispiel. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Rahmen für so ein Schiff. Ja. Absolut. Also dafür finde ich es halt absolut richtig, weil das zeigt dann ja halt, dass man dem Gegenüber halt eben auch Respekt entgegenbringt, dadurch, dass man dann halt sowas auffährt. Ja, und dann halt da irgendwie nicht mit der angeschmierten Freelancer halt genau, irgendwie angeritten kommt. Genau, Schlachtschiff, was gerade irgendwie völlig zerschossen wurde, sondern man hat hier halt einen, ja auch durch die Farbgebung ein sehr neutral, friedlich wirkendes Schiff. Das hat Parlamentärscharakter. Obwohl es halt sehr viel Waffen trägt für den Notfall und sehr viel Energie hat, um auch wieder abzuhauen. Also dieses Schiff ist so für diplomatische Aufgaben, glaube ich, genau die richtige Wahl. Ja. Das wäre so meine Empfehlung. Vielleicht kommt es ja auch wieder im Sale, aber ich muss sagen, ich bin schon von diesem verkrumpten Schiff ziemlich beeindruckt. Er ist hübscher.
bin ich ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anstellen soll, aber es ist jetzt halt eben auch nicht unbedingt so mein eigenes Ding. Solche Luxuskarossen. Ich habe es halt lieber funktional, aber ich muss halt, Knight muss anerkennen, dass es wirklich ein sehr schönes Schiff ist. Ja, absolut. Wir werden dann sehen, wozu man es dann benutzen kann. Zum Minen und Looten wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Nee. Aber mit dem Rover an Bord, ja, für die Luxusausflüge auf den Planeten und den kleinen Jäger. Ja, wenn man mal irgendwie nach Goss rüber jetten möchte, um halt ein paar schöne Tage zu verbringen und dann mit dem Rover durch die Gegend zu jetten, halt so zu cruisen, ist das auf jeden Fall das Schiff, was sich dafür anbietet. Auf jeden Fall. Ja, liebe Freunde, danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommentiert, schreibt uns, was ihr sehen wollt, was nicht, was euch gefallen hat. Ob ihr Fragen habt, scheut euch nicht, sie zu stellen. Wir beantworten sie sehr gerne. Lasst uns halt einen Daumen da, welche Richtung auch immer halt so. Und ja, abonniert uns, wenn ihr gerne mehr von uns sehen möchtet. Ja, Reason und Dozer lassen euch jetzt wieder mal alleine. Bis zum nächsten Mal und sagen euch wie immer: See you on the flight deck! Beschießen mich halt insgesamt schon 6 Omniskies. Oh, 3 verfolgen mich. Ich glaube, die haben Mitte was spitz bekommen, kann das sein? Durch die Mitte! Ah, ich habe mehr Schaden zugefügt als er mir, ne? Das muss man schon sagen. Da ist er, da ist er, die erste Waffe hier! Diesmal sind wir zu 5 und er alleine! Ups! Komm, wir schnappen uns zu 5 die Aurora! Boah. Ist er wirklich heldenhaft? Haha, ich bin erwischt! Underdog Award! Very nice, very nice!